Hallo, in diesem Teil des LWJGL Tutorials werde ich euch erklären, wie man Texturen lädt und ausgibt. Anfangen werden wir dabei mit der Textur-Ladeklasse. Und die nennen wir, also wir erstellen eine neue Klasse und nennen sie TextureLoader. In dieser Klasse werden wir erstmal die LWJGL OpenGL Versionen importieren. Dazu schreiben wir import static org.lwjgl.opengl.gl11.everything und dann noch import static org.lwjgl.opengl.gl12. Also GL1.1 und 1.2 sind das. Es werden nur keine Punkte verwendet, weil das in der API nicht funktioniert. Als nächstes erstellen wir einen public static integer load texture string path und throws IO exception. Also falls beim Laden der Textur irgendwas falsch geht, also schief läuft, macht er eine IO-Exception. Danach brauchen wir noch eine zweite Methode namens private static int generate id return gl gen textures und das generiert eine Texturen-ID, die man verwenden kann und die noch nicht vergeben wurde. Danach schreiben wir int text-id ist gleich generate-id und return text-id, um den Fehler zu vermeiden, der hier angezeigt wird würde. Als nächstes müssen wir erstmal das Bild laden, also das Texturenbild. Ich habe hier dieses schon vorbereitet, die Datei texture. .png, das ist ein Smiley, 32x32 in der Auflösung und der liegt im Source-Verzeichnis im Ordner Image. Um ihn zu laden, geben wir ein buffered image. Image ist gleich image.io.read new file path. Das lädt jetzt eine Buffered-Image-Datei aus dem angegebenen Pfad, der übergeben wurde. Danach brauchen wir einen Integer-Array namens Pixels. Den weisen wir, also erstellen wir mit den Werten image.getHeight mal image.getWidth, um alle Pixel unterzukriegen. Und schreiben den Befehl image.getRGB. Den zweiten Befehl startX ist 0, startY ist auch 0, width ist image.getWidth, image.getHeight, RGBArray ist Pixels, offset ist 0 und scanSize ist image.getWidth. Dann brauchen wir einen Byte-Buffer namens Buffer ist bufferutils.createByteBuffer image.getWidth mal image.getHeight mal 4, weil es wir laden hier gleich generell alle Typen, also RGBA und RGB, also egal ob jetzt Alpha dabei ist oder nicht, es wird immer als Alpha zugewiesen. Und dazu müssen wir die Anzahl der Pixel mal 4 multiplizieren, weil wir dazu 4 Bytes immer brauchen. Einmal Rot, Grün, Blau und Alpha. Danach machen wir eine Vorschleife, int y ist 0, y kleiner image.getHeight, y++.
Und darin noch eine verschachtelte int x ist gleich 0. X kleiner image dot get width und x plus plus. Int pixel ist gleich pixels y mal image dot get height plus x, um den Pixel an der Position y und x zu bekommen, und danach, also ich glaube, es wäre besser, wenn wir machen int pixel da draußen, um nicht immer ein neues Element zu erstellen. Und jetzt machen wir, und jetzt kommt der Befehl buffer.put, einen cast zu byte, pixel bitshift 16 um den und 0xff um den Rotwert zu bekommen. Buffer.put byte pixel bitshift 8 und 0xff um den Grünwert zu bekommen, und buffer.put byte pixel ohne Bitshift, also einfach nur Pixel und 0xff, um den blauen Wert zu bekommen, und buffer.put byte, diesmal wieder ein Bitshift von Pixel, Bitshift 24 und 0 und 0xff. Wenn wir das fertig haben, müssen wir unbedingt erstmal den Buffer flippen, um ihn nicht mehr schreibbar, sondern lesbar zu machen. Und danach kommen wir zum Texturen in den Grafikspeicher speichern. Nämlich machen wir das, indem wir zuerst die Textur binden mit glbind texture, texture 2D und text ID gl texture 2D, und nach dem Aufruf binden wir auf 0, um nicht eine gebundene Textur zu haben, und innen drinnen schreiben wir erstmal gl text Parameter I GL Texture 2D GL Texture Wrap S GL Clamp to Edge. Das gleiche nochmal mit GL Texture Wrap T. Und danach kommen die Min-Max Filter. Das machen wir mit GL Text Parameter I GL Texture 2D GL Texture Min Filter und in dem Fall GL Nearest. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder GL Nearest oder GL Linear. GL Nearest nimmt einfach alle Pixel, so wie sie sind, und lädt zum Beispiel Pixelgrafiken, so wie es dies eine ist. Und GL Linear glättet die Kanten und macht ein Anti-Aliasing-Bild daraus. Und hier GL-Mag-Filter. Wenn das fertig ist, müssen wir das Text-Image generieren und so in den Arbeitsspeicher laden, also in den Grafikspeicher laden. Und das geht mit GL-Text-Image 2D, GL-Texture 2D 0, GL-RGBA 8, image.getWidth, image.getHeight 0, glRGBA, glUnsignedByte, Buffer. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen umständlich aussehen, aber das muss man auch nicht wirklich verstehen, was das UnsignedByte zum Beispiel ist. Oder diese Nullwerte hier, das ist zum Beispiel der Rand, wie viel Rand die Textur hat, und das ist der Offset, glaube ich zumindest.
Nein, das ist der Level, das weiß ich jetzt selber nicht. Das muss man nicht verstehen, das wäre nur unnötiges Wissen. Und man muss einfach wissen, dass das so aussehen muss, die ganze Funktion. Und das ist alles. So, jetzt, das ist die fertige Texturladeklasse. Das sind die Imports. Und das sollte jetzt so funktionieren. Und um eine Textur anzuzeigen, müssen wir als allererstes im in der GL Model View Matrix GL Enable GL Texture 2D schreiben, sodass Texture 2D Bilder überhaupt verwendet werden können. Danach machen wir tags ist gleich, also int tags. Tags ist gleich texture loader.loadTexture. Um eine Textur mit dem File Parameter zu laden, müssen wir angeben einen absoluten Pfad. Also zum Beispiel C Users. Um das nicht immer komplett auszuschreiben, schreibt man das Schlüsselwort System.getProperty User.dir plus und User.dir leitet das System dann in diesen Ordner, den Ordner des Projekts, in dem man gerade ist, oder im Ordner des in dem Ordner, in dem es ausgeführt wird. Und wenn man das dann hat, schreibt man noch rein Source, Image und den Namen des Bildes, also texture.png. Danach Surround with Try-Catch. Wir nehmen den Block, fügen ihn hier ein, damit Display destroyed wird. Und danach können wir die Textur benutzen mit gl-bind texture gl-texture 2d tags und am Ende des Aufrufs gl-texture 0. Wir müssen natürlich vorher noch die Variable zuweisen, damit keine Null Point Exception entsteht. Nun können wir, müß, also wird die Textur schon gebunden, aber wir sehen noch keine Textur. Das liegt daran, dass wir erst die Texturkoordinaten angeben müssen. Wenn wir jetzt wieder Paint öffnen, wir haben jetzt zum Beispiel eine Textur. Wir müssen wieder in dieser Ecke anfangen, nach rüber gehen, nach unten und wieder hierher. So wie beim Zeichnen in der Reihenfolge. Und zwar sind diese Koordinaten 0.0f, 0.0f, 1.0f und so weiter. Das sind absolute Koordinaten, also egal wie breit das Bild ist, das hier wäre zum Beispiel 32 Pixel. Es ist immer 1.0f der höchste Wert, der absolut höchste Wert. Und das Schlüsselwort für Texturkoordinaten ist GL Text Coord 2f 0.0f 0.0f. Das kann man kopieren. Dann 1.0f 0.0f 1.0 1.0 und 0.0 1.0. Wenn wir jetzt das Programm ausführen, sehen wir, dass die Textur angewendet wurde und das Objekt damit gezeichnet wurde. Das war's mit dem heutigen Tutorial über Texturen. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.